Ja, hallo, heute ist der 8.6.2015 und hier meine ganz persönliche Tageszusammenfassung zum Konflikt in der Ukraine. Und diesmal nehme ich euch einfach direkt mit nach Mariinka. Vorsicht, es wird gleich laut. So sieht es jetzt derzeit dort am Tage aus. Vor allen Dingen heute wurde der Beschuss wieder intensiviert. Und das war in der letzten Nacht. Mina. Зажигалка. Frieden, sagt er. И вот так вот жгут нахуй. Вторая. Не взорвалась. Вот так укропы и пашут, блядь. Смерчи, хуяра, дебота. Зараз тут хіба дивить. Диви, диви, диви. Падають тут, а сука. До нас пішло. Що, що ти говориш? До нас пішло. So, ich hoffe, haben sich jetzt nicht alle allzu sehr erschrocken. Und so sieht es aus am Tag danach, wenn der Beschuss dann aufgehört hat. Da sieht man dann quasi die Konsequenz aus den Beschüssen. Was man natürlich auch immer wieder vergisst, weil ja so gerne gesagt wird, dass die Russen ja der Aggressor sind und die Armee aus Novorossiya, ist, dass halt die Munition wirklich aufgehoben wird. Hier sieht man die Verletzten nach so einem Beschuss. Und ich denke, es ist schon interessant, wer dort eigentlich dann in den Krankenhäusern eingeliefert wird. Hier kann man auch sehen, dass nach den Beschüssen und Bombardierung halt wirklich die Armee und die Leute aus dem Verteidigungsministerium vor Ort sind und die Munitionsrückstände sichern. Die OSZE vor Ort. Demzufolge müsste es eigentlich ganz einfach sein, herauszufinden und klar zu definieren, wer dort derjenige war, der dort beschossen hat. Hier kann man auch deutlich sehen, dass es sich ausschließlich um Wohngebiete handelt. Denn ich kann mir vorstellen, dass es jedem klar sein durfte, dass da kein Militärstützpunkt ist. Das, wie gesagt, waren die Verletzten aus dem Beschuss von Gorlovka der letzten Tage. Die alte Dame ist 80. Und man kann froh sein, dass sie den Beschuss überlebt hat. Die liegen jetzt dort alle in den Krankenhäusern, die übrigens absolut überfüllt sind mittlerweile. Und trotz, dass dort der Beschuss und die Bombardierung so heftig weitergeht, muss man wirklich sagen, dass es unglaublich ist, welche Motivation die Leute vor Ort haben, ihre Wohnhäuser, ihre Städte, Dörfer wieder aufzubauen. Hier aktuell eine Schule. Was aber derzeit auch ein Thema ist, das ist hier kurz vor Mariinka. Man sieht dort eine kilometerlange Autoschlange. Über tausende Einwohner aus Mariinka sind auf der Flucht jetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dennoch, also eigentlich sollte Mariinka, so gut es geht, evakuiert werden. Aber leider sind die Aussagen so, dass sich ganz viele Bewohner weigern zu gehen, weil sie einfach Angst um ihr Hab und Gut haben und dort geblieben sind. Aber Tausende sind, wie man sieht, jetzt aus Mariinka geflohen. Der Herr Kolomoyskyj, der scheint sich jetzt im leisen Krieg gegen Poroschenko zu befinden. Dem gehört eine große Mediagruppe in der Ukraine, 1&1 Mediagruppe, ganz viele Fernsehsender. Und über den größten hat er jetzt eine Reportage über Saakaschwili ausgestrahlt. Kolomoyskyj selber war früher Gouverneur Dnepropetrovsk. Da gab es ganz, ganz viel an Artikel über ihn, weil er ja die Nationalgarde auch finanzierte. Dann kam es zum Streit zwischen Kolomoyskyj, Poroschenko und Yatsenyuk. Jetzt ist Kolomoyskyj kein Gouverneur mehr, aber dafür Saakaschwili, und zwar in Odessa.
Und offensichtlich hat Golomowski sich jetzt vorgenommen, Saakaschwili und damit auch Poroschenko den Kampf anzusagen, denn diese Reportage zeigt im Detail sehr genau auf, Vergangenheit ist, all seine Verbrechen, warum er gesucht wird in Georgien, all das wird im Detail in dieser Reportage gebracht, aber auch der Zusammenhang, wie Saakaschwili dort eigentlich in die Ukraine kam, was er dort für eine Arbeit hat, wenn man das so nennen darf, und wo eigentlich der Hintergrund zu suchen ist. Sehr interessant, aus dem Netz ist sie schon wieder verschwunden. Man muss schauen, also eigentlich geht die eine gute Stunde, vielleicht findet man sie bald wieder und vielleicht findet man sie dann ja mit ganz viel Glück auch untertitelt. Ich denke, das dürfte sehr interessant werden. Vor allen Dingen dürfte es in diesem Fall auch diesmal Moskau etwas in die Hände spielen, denn dass Saakaschwili dort vorrangig dafür eingesetzt wurde, vor allen Dingen den Hafen, der ja auch so einen Knotenpunkt zwischen Transnistrien und der Krim darstellte, zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass der halt privatisiert werden kann und nicht weiter als öffentlicher Hafen dort zur Verfügung steht, und den Konflikt in Transnistrien einzuheizen, dass das vorrangig die Gründe waren, warum man Saakaschwili dort eingesetzt hat. Ich denke, das ist jedem klar. Russland hat den 29. Hilfskonvoi auf die Reise geschickt. Zum Glück, muss man sagen, denn es wird ja immer knapper mit der Versorgung für die Leute im Donbass, da die Versorgungswege Richtung Donbass aus der Ukraine ja mittlerweile unpassierbar sind, ist das mehr als notwendig. Und da hat Kiew überhaupt keine Probleme damit, die Versorgungswege auch weiterhin geschlossen zu halten. Jetzt sogar den Versorgungsweg nach Mariupol, wo ich hoffte, dass der wieder geöffnet wird. Der bleibt weiterhin geschlossen, und das ist Kurakowa, der Checkpoint, der zu ist. Und da legt man gleich noch eins drauf und denkt darüber nach, ob man nicht vielleicht die Blockade vom Donbass jetzt doch ganz beschließen sollte per Gesetz. Das heißt, keine Versorgung mehr mit Lebensmitteln und anderen Möglichkeiten, eventuell Hilfsgüter, aber nur unter Beobachtung der OSZE. Der Maidan Nummer 3 war nur ganz kurz. Und zwar wurden gestern die Zelte aufgebaut auf den Maidan in Kiew, mit nicht wirklich Unterstützung seitens der Regierung, logischerweise. Da gab es einige Debatten auf dem Maidan und es kam zu Streitigkeiten. Aber die haben sich nicht beirren lassen und haben die Zelte aufgebaut und wollten eigentlich jetzt den Protest erneut beginnen gegen die Regierung, weil sie der Meinung sind, dass sich überhaupt nichts geändert hat. Eher im Gegenteil, die Bevölkerung ist halt jetzt noch ärmer dran, als sie vorher war. Aber leider ist es so, dass diese Zelte, das wird man gleich sehen, dann heute Nacht unbekannten Tätern zum Opfer fielen. Und zwar hat man jetzt zwar die Aufklärung versucht zu betreiben dort, aber es ist sehr schwer, das herauszufinden, da das sind die Bilder von heute Nacht, da diese Täter halt maskiert waren und daher überhaupt nicht zuzuordnen sind. So die Aussage des Polizeikommissariats aus Kiew, wo ja auch noch der Polizeichef ausgerechnet letzte Woche am Freitag durch Jasenjuk seines Amtes enthoben wurde. Also von daher, denke ich, wird die Aufklärung auf sich warten lassen. Zumindest ist der Maidan 3 tot. Die Volksmiliz in Lugansk, die Polizeistation, hat einen eigenen Twitter-Account. Wer das in Zukunft verfolgen möchte, der Link ist unter der Videobeschreibung zu finden. Ja, und zwar hat die Rada ein Gesetz bzw. eine Verordnung erlassen über den Grenzübertritt Richtung Donbass und Richtung Krim. Das ist sehr interessant. Da wird in Zukunft geregelt, wer und durch welche Maßnahmen dort die Checkpoints überqueren darf. Es gibt halt einige Vorgaben, unter welchen Bedingungen man halt die Seiten wechseln darf. Und alle, die Ausländer sind, dürfen das in Zukunft nur noch per Pass. Aber zumindest immerhin gibt es eine Regelung bezüglich der Grenzen via Checkpoints.
ein kleiner Wink, wenn man es so deuten will, auch als in die Richtung, dass man das Gefühl hat, dass dort eine gewisse Anerkennung der Krim und des Donbass erstmal anzusehen ist. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Verwaltungsakt. Wir werden es sehen in Zukunft. Im Donetsk gab es einen Flashmob, hier unterstützt von einem Amerikaner, Zach Novak. Wer sich mit dem befreunden will, man findet ihn in meiner Freundesliste. Er ist dort vor Ort, unterstützt die Seite von Novorossija. Kinder haben dort einen Flashmob abgehalten und haben die Zeichen formiert, Kiew-Stopp, als deutliches Zeichen dafür, dass sie sich gegen den derzeitigen Konflikt und gegen eine weitere Bombardierung des Donbass aussprechen. Und natürlich auch als Appell an die Regierung in Kiew, die massive Bombardierung des Donbass wirklich jetzt endlich einzustellen und den Konflikt zu beenden. 6 Verletzte nach einer Explosion in einem ukrainischen Küstenschutzboot. Und zwar gestern vor Mariupol gab es eine Explosion. Heute hat sich herausgestellt, dass dieses Schiff quasi auf die eigene Munition oder mit der eigenen Munition konfrontiert war und auf die eigene Mine, die dort irgendwo im Wasser gelassen wurde, auffuhr. Und dadurch kam es zu dieser Explosion. Der Kapitän des Bootes wird immer noch vermisst, das Boot ist gesunken. Aber man kann davon ausgehen, dass es sich nicht um einen Terroranschlag von außerhalb dort handelte. Eine humanitäre Katastrophe zeichnet sich in Charkow ab. Und zwar sind die Gefängnisse in Charkow absolut überfüllt. Sehr, sehr viele Aktivisten, also Regierungskritiker und Gegner, also wurden dort inhaftiert. Jetzt mittlerweile sind über 1000 Menschen dort in Haft, sehr, sehr viele Frauen. Und das große Problem ist, dass die Versorgungslage absolut unzureichend ist. Die meisten von den Inhaftierten haben bis zu 20 Kilo abgenommen. Die Verwaltung funktioniert nicht. Angehörige finden ihre Familienmitglieder nicht. Man steht dort tagelang in der Warteschlange. Und leider ist es so, dass Menschenrechtsorganisationen sich da überhaupt nicht drum kümmern. Ich hoffe, dass da wirklich ein bisschen mehr darauf geschaut wird in Zukunft. Die Ukraine und Polen plant eine neue Vereinbarung über die Lieferung von Waffen. Das wurde heute im Ministerkabinett beschlossen, dass die Regierung der Ukraine diesen Vertrag mit Polen für Waffenlieferungen unterzeichnen darf. Die Ukraine möchte gerne die Kontrolle über den Transit des russischen Gases über das Gebiet der Ukraine haben. Aber da hat sich jetzt Russland schon gemeldet und hat gesagt, ja, so einfach geht's nicht. Aber zumindest ist die Tendenz sehr deutlich, dass die Ukraine da vorhat, in Zukunft den Gastransit von Russland zu kontrollieren, die eigenen Speicher zur Verfügung zu stellen und dann von sich aus das Gas weiter zu transportieren nach Europa. Ich denke, da werden sich alle sehr freuen. Hier gab es einen offenen Brief an Poroschenko, an die Regierung der Ukraine, und zwar von 40 Historikern, die sich aus ausländischen Universitäten sowie auch Vertretern der OSZE, die haben dort den Präsidenten der Ukraine, Petro Poroschenko, der das Gesetz zur Anerkennung der UPA-Soldaten als Helden im Kampf für die Unabhängigkeit der Ukraine unterzeichnete, haben sie ihn verurteilt. Und zwar sagen die, das Gesetz wurde im April unterzeichnet und ehrt diverse Nazi-Organisationen, einschließlich der Organisation ukrainischer Nationalisten und der ukrainischen aufständigen Armee UPA. Darüber protestierten 40 Historiker aus den westlichen Universitäten. Sie schickten diesen offenen Brief an Poroschenko, in dem sie ihre Haltung deutlich machten. Die Anerkennung der ukrainischen aufständigen Armee UPA, die an der Ermordung von Zehntausenden von Polen und an einer der schrecklichsten ethnischen Säuberungen in der Ukraine beteiligt waren, als Freiheitskämpfer der Ukraine, ist mehr als ein Verbrechen. In Nikolajew gab es eine Art Volksratssitzung, die mit dem Volksrat von Bessarabien sympathisiert. Diese Sitzung wurde gleich zu Beginn vom SBU, Sicherheitsdienst der Ukraine, gestürmt. Es wurden 47 Leute inhaftiert und die Sitzung wurde natürlich sofort beendet. Da gibt es ein kleines Video darüber, wo man sehen kann, dass alle Leute dort aufgefordert wurden, die Hände über den Kopf zu nehmen. Schon sehr
demokratisch. Natürlich gab es da sogar von westlichen Abgeordneten des Europaparlaments Kritik. Der chinesische Außenminister erklärte nochmal ganz deutlich der westlichen Welt, dass Sanktionen niemals dafür oder dazu helfen können, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Das könne man nur über einen Dialog schaffen. Das Weiße Haus erklärt, dass die Ukraine bzw. der Konflikt der Ukraine gestern das Hauptthema des Gespräches zwischen Präsident Obama und Frau Merkel war. Mehr als die Hälfte des Gesprächs zwischen US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Rande des G7-Gipfels war laut Josh Earnest, Sprecher des Weißen Hauses, der Ukraine. Belgien will mutmaßliche BND-Spionageaktivitäten unter die Lupe nehmen. Belgiens Staatsanwaltschaft will Informationen unter die Lupe nehmen, wonach deutsche Geheimdienste vermutlich gegen belgische Unternehmen und Behörden im Interesse der amerikanischen Sicherheitsagentur NSA spioniert haben, wie der belgische Fernsehsender RTBF berichtet. Und das waren meine ganz persönlichen Tageszusammenstellung zum Ukraine-Konflikt von heute, vom 8.6.2015. Und mit Glück hören wir uns morgen wieder.